Willkommen zurück zu einer neuen sportlich zerkauten Folge Predator Hunting Grounds mit einem Mann, der aus Froschsperma, alten Gummiblätterextrakten und einer merkwürdigen Mandelpaste einen neuartigen Kaugummi entwickeln will. Kreis! Ja, aber mir fehlt noch die richtige Prozentzahl an Kautschuk. Also du denkst, ein neues Kaugummi würde die Welt da draußen revolutionieren. Ja, Kautschukgummi heißt das. Aber warum sollte jemand was mit Froschsperma? Ich meine, das ergibt doch keinen Sinn. Ist das ja, der das, Proteingehalt oder ja, nee, das, Bodybuilder? Da ist so ein Schlankheitsgene sind da drin. Schlankheitsgene? Ja, klar, weil Frösche sind die schlankesten Amphibien, die es gibt. Das wird nie jemand kaufen, Alter. Das wird nie. Doch, nie. Doch. Nein. Doch. Ey, alle meine Startups wären echt gut gelaufen. Ey, jeder sagt so, der Mann ist doch komplett geisteskrank. Ich habe noch nie gelesen. Nö, klar. Ich lese immer nur. Ich ja, in deiner Dralala-Fantasiewelt, natürlich. In deiner Wahrnehmung denkst du so, ja. Du denkst auch, wenn Leute dich bespucken, wäre das Beifall. Aber es ist kein Beifallkreis. Das ist, nein. Bespucken ist ja mittlerweile, höchst strafbar. Ja, das stimmt. Früher war es eine Beleidigung, heutzutage ist es ein Mordversuch. Naja, weil in Corona-Zeiten, ne? Was sind das für Funkgerätgeräusche hier? Wo seid ihr alle? Naja, wir gehen zur Mission. Wo ich bist du? Ich bin bei der Mission. Ich doch auch. 50 Meter. Oh, hier bin Alter, ich. Alter, der Sniper, ich höre hier nur klick, klick und überall fallen Leute um. Klick, klick. Echt, ist der so grob? Der ist grob. Grob? Der ist grob drauf. Jo, bin ich grob, ey. Ajo, hätte ich ein grobes Kaugummi im Mund. Also ich kenne keinen Menschen. Ach, da. Ich meine, könnt ihr euch da draußen vorstellen, dass das überhaupt gut schmeckt? Klar. Das Ranzzeug, was ihr euch da verkaufen will, aus eigentlich Bioabfällen. Ja, aber egal, Geschmacksstoffe sind ja leicht besorgt, ne? Ja, nach was schmeckt das? Nach Johannisbeere. Kann man sich aussuchen. Also meinst du, in deinem Gebräu kann man dann jeden Geschmack reinkippen, den man will? Das schmeckt nach Johannisbeeren. Also dem Johannes sein Bär quasi. Nach dem schmeckt das. Ich glaube, der kommt. Ich glaube, der kommt. Wir werden verlieren, weil wir wieder trashen. Trashmund. Was? Moment, wie? Wo? 80 Meter. Was ist denn 80 Meter? Er hat einen Dude gegessen. Wo? Einer ist tot. Er kommt. Wow. Leute, er kommt. Er hält uns für schwach und dumm. Wo denn? Ich sag dir, fängt eine Folge an mit dummem Gebabbel. Niederlage. Feindliche Interferenz am primären Ziel. Wo? Wo? Hier! Hier! Sieht aus, als hätte sich die Situation verschärft. Bleibt Alter, er macht Bewegung. Irgendwelche Dschungel-Moves. Wir müssen hier in der Nähe bleiben. Ja, ja. Der macht Jungle-Moves. Alter, der Jungle da hinten rum! Wo jungelt er denn? Da! Hä? Ich hab ihn genau angeschossen! Und er so, I don't give a shit! I don't give a shit, man! Okay, wir können den einen wiederbeleben. Ja, er macht das, glaube ich, auch. Aber... Wir müssen close bleiben. Alter, was läuft hier? Alter! Da! Da oben! Spritze reingejockelt. Ich könnte auch mal eine gebrauchen. Kommt der du zurück? Er hat einen Audioköder gelegt. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Okay, der Dude ist wieder da. Der Dude ist back. Der Dude ist back. Ey, hier sind überall Pfeile in der Wand und so. Ja, die muss er holen. Irgendwann gehen ihm die Pfeile aus. Aber sie haben wohl auch nach der Ursache gesucht. Oder glaubt mir, Baron Terrormund, wir müssen es fertig machen. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Oh, Alter, direkt neben mir eingeschlagen. Ich schlamm mich mal ein bisschen ein. Wir müssen hier oben. Oh. Ich glecker hier mal ein bisschen rum. Könnt ihr ihn sehen? Nein. Und ich bin der Meinung, wir sollten weitergehen. Ja, oh, Alter, was war das? Alter, neben mir ist die Kiste explodiert. What? Von wo? Er huckelt. Aua, er huckelt irgendwo in die Bäumchens.
Der huckelt irgendwo da oben rum. Hier drüben. Oh, oh. Er hat sich enttarnt. Er macht einen auf der Huckler. Hier. Irgendwo hier. Irgendwo. Ich habe ihn getroffen. Ich kann nicht markieren, aber ich konnte ihn treffen. Der ist echt ein fieser Schweinehund. Schweinelümmel, ne? Schweinelümmel, Mann. Halb Lümmel, halb Schwein. Zusammen. Los, Leute, lasst weitergehen. Denn der Typ hat auf jeden Fall den längeren Atem. Auf zum Atem. Da, er läuft just hinter. Nein! Hat er ihn? Oh, kann ich schießen. Weiter so. Da, er springt irgendwo da oben rum. Das gibt's doch nicht. Leute, wir müssen die Mission machen. Aber so richtig fertig getraut hat er sich dann auch nicht, ne? Ja, weil er nicht doof ist. Der kloppt okay, uns erstmal okay. Die Ressourcen runter. Wir müssen irgendwo... Alle auf. Oh, 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 da hinten, die wollen alle Eingänge ausgeschaltet. Die wollen hier alle Eingänge gestopft kriegen. Stopft der Bande da drüben mal den Eingang, hat er gesagt. Hat sich geheilt. Oh nein, der eine macht Alarm. Ah, shit. Wieso? Oh Mann. Weil die drüben Alarm direkt war. Was? Wer ist denn das jetzt auf einmal? Was ist das für eine Stimme auf einmal gewesen? Ich glaube, der verarscht uns. Das ist doch Predator. Er nimmt Stimmen auf und spielt sie ab. Money hier. Hilfe trifft bald ein. Ja, er ist irgendwie in der Nähe. Hier, der kickert hier oben. Er jumpt da hinten rum. Hey, warum haben wir auf einmal so eine komische Stimme? Ja, ne? Ich glaube ja, er will uns mindfucken. DMC-Schläger hier. Jemand Bandagen? Jemand Bandagen? Kann sich jemand verarzten? Alter, hier kommen die Big Boys. Big Boy Manhole. Aua. Was? Wo? Wer? Wie? Was? Was geht hier? Ich glaube, das waren alle. Warte, also, was geht hier? Profis, Leute. Keine Anfängerfehler mehr. Wo ist der Dude? Wo ist der? Hier drüben. Mist. Alter, der macht hier voll die Moves. Der dance mit uns. Länger markiert. Oi, 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 oi. Ich glaube, wir machen hier wieder Muni. Saubere Bandagen hier. Saubere Bandagen. Wir sind saubere Bandagen. Oh, ein Dicker. Warum schlapp? Warum schlapp? Er ist irgendwo da hinten. Ey, was ist die nächste Mission? Leute. Ja, hier, ich stehe hier und okay. Warte, dass es weitergeht. Okay, gut. Don't lose the focus, man. Don't lose the focus. Wir müssen sie verteidigen, die Kapsel. Alter, der mit seinem Bogen, ne? Oh, Alter! Der hat hier reingeschossen, das heißt, der muss irgendwo da hier, sein. Hier, hier, hier! Wir haben grünes Licht bei dem Holz. Mitnehmen und auf Abholkoordinaten warten. So. What? Holt das Ding und dann schnellstens ab ins Labor. Gehen wir zum Extraktionspunkt! Alter! Warte, ich kann dir schon wieder ein bisschen was von deinem Wunderkautschuk mir in die Backen schmieren. Kreiswunderlicher Wunderkautschuk. Hey, einer ist down, ich hol ihn. Ja, ich schmeiß Flashbangs. Lenk den ab, ich hol ihn. Okay, ich hab geflasht, er ist weggejumpt. Vita, keine Sorge, du bist in guten Händen. Ah, ich hab dir ein bisschen von Kreis Wunderkautschuk gegeben. Okay, da oben, er ist irgendwo da hinter 90% Schuck. Er ist hier links irgendwo gerade gewesen, da. 10% Kau. Kaumanns wunderliche Klebepaste. Okay, warte, Kaumann. Kaumann. Lass hier lieber das hier wieder Ding machen. Mischen. Kaumann.
Weil der wird hier noch weiter giggeln und jiggeln. Das ist ein Giggle-Jiggle. Natürlich wird er das. Er ist hier oben auf dem Dach, glaube ich. Ja, aber wir kriegen ihn eh nicht. Ja, und Punitz lässt sich killen da hinten. Toll. Oh nein! Jetzt geben! Er sieht nichts, er sieht nichts. Ja! Yeah! Gib dem! Oh, ich hau ab. Das ist nur ein Alien-Computer. Wie schwer kann das sein? Der eine macht ihn. Ich hasse den Dschungel. Komm schon, ich vertraue dir. Ich dachte, ich kratze hier ab. Ich lauf davon. Ah, meinst du? Alles easy. Ist die OWLF. Geil. Sie sind auf eine klassifizierte Anomalie gestoßen, die stabiles Team. Korbhut übergeben müssen. Alter, meine Flash hat ihn richtig getroffen. Er konnte sich nicht bewegen. Er war blind, ey. Guten alten Flash-Hos. Der gute alte Flash-Mouth. Ist ja echt gut mit dem Flash-Mouth diesmal. Ja, hat einen richtigen Flash-Mouth bekommen. Richtigen Flash-Mund. Fleischmund. Unten am Rosettenring. Ey, was ist mit dem? Einige stöhnen hier auch ganz schön heftig, ne? Aber wie? Ich schieße auf ihn und er läuft einfach weiter, ganz unberührt, mit seiner Maske auf Gesicht, macht aber so. Halb bescheuert. Das war meins, Arschloch. What is happened? Hier, damit euch die Puste nicht ausgeht. Die Jungs drehen gerade ganz schön am Rad. Überfliege jetzt das Gebiet, halte die Stellung, Voodoo. Dippi-dippi-du-du-dippi-dippi-dai. Gebiet gesichert. So, hier noch einen Dicken weggekloppt. Dem habe ich richtig den Sand aus den Schuhen gepeitscht. Sehr gute Arbeit, Team. Das Exemplar ist in perfektem Zustand. Sie ja, klar, natürlich. Ja, natürlich. Lass mal Muskeln, Brudi. Muscle Boys. Muskeln. Was? Alter. Was? Junge, beruhig dich. Hey. Habt ihr da einen neuen jungen Rekrut? Ja, ich hab ein bisschen, ne? Wollt ihr jetzt nicht gleich irgendwie den... Ich hab ihm ein bisschen Zuspruch gegeben. Ja, das war doch eine spritzfidele Runde. Ja, spritzfidel war die auf jeden Fall. Da wurde reingespritzt. Flinke Finger habe ich bekommen. Ah, er hat den Kill gemacht. Ich glaube, wenn du den Kill machst, gewinnst du das Armdrückduell. Ach so. Ja, da gibt's ein Muster dahinter. Aber, zählt der Kill bei ihm, weil er entschärft hat? Nee, immer der, der ihn tötet. Anscheinend hat er die letzte Kugel halt drauf geschossen. Okay, wow. Dass er zusammengebrochen ist. Ich stand daneben, ich hab ganz Magazin reingefleischt in den Mann. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Die letzte Kugel zählt. Auch wenn du reinfleischst. Wir haben alle reingefleischt, ja. Wir haben die Fleischwurst haben wir alle geschüttelt an dem Abend. Aber nur einer hat getroffen. Aber die Flash hat gut gesessen. Der konnte sich nicht mehr, der war komplett steif. Der wusste nicht mehr, wohin mit seinem Leben. Wie Sahne im Wind. Ja, wie Sahne im Wind hat er geweht. Ja, die gute alte Prätatoren-Sahne, wer kennt sie nicht? Alter, ich krieg hier Kisten, Junge. Haltmanns steife Sahne. Ich hab immer noch mein Doppel-XP-Ding, ey. Mach doch mal hier so ein Medikamentending rein. Hier so ein Medizintäschchen. Aber ich brauch kein Medizintäschchen. Ja. Da liegen noch genug rum. Immer. Ja, weil du irgendwie schon bei 5 Schaden dir eine Spritze reinhämmerst. Immer. Ja, klar, natürlich. Völlig sinnfrei. So, ich hau mir Spritzen rein, wenn ich maximal 20 Meine Spritzen hab. Erhöhen auch die Konzentration, weißt du? Ja. Easy going, ey. Easy going. Ich wollte mal hier gucken und wollte mal da und dann wollte ich mal hier. Oh Mann, jedes Mal, wenn ich die Waffe natürlich wechseln will, ja, klar. Ich direkt eine Lobby, das gibt's doch nicht. Das ist der Trick. Du musst einfach nur busy sein. Oh nein, das ist eine gute alte Boote verfolgen. Eine Boote verfolgen. Oh nein. Baron Spectron. Ich glaube, der ist gut. Meinst du? Baron Spectron? Baron Spectron, der dritte. Du bist einer von den guten Jungs. Warum? Aber wir haben Sniff. Wir haben Sniff der 69er. Der 69er Snifferboy. Ein Fischerdorf an der Küste wurde von Drogenschmugglern besetzt, die Verbindungen zu internationalen Kartellen besitzen. Totenschmuggler. Um mehr über die Kartelle zu erfahren, müssen wir wissen, was sie schmuggeln und wohin die Ware geht. Und Tatjana. Infiltriert das Dorf, installiert ein Überwachungsprogramm und verbindet dieses dann mit unserem Satellitennetzwerk. Das ist doch ein Team. Jeder braucht doch ein Satellitennetzwerk. Meinst du, das ist ein Team? Weil die alle auf Blazy spielen, oder was? Bei Baron Spectron weiß man es nicht. Naja, guck mal, jemand, der Sniff heißt und Tatjana, weißt du? Tatjana wird gesnifft, und zwar im 69er. Also ey, ja, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, eher ein Zufall.
Kennst du nicht diese berühmte alte Sendung Tatjana and the Sniffy? Nee. Nee? Das lief immer im Erwachsenenkanal. Hab ich nie gehabt. Den Erwachsenenkanal hattet ihr denn echt nicht? Nee. Mein Onkel Butt hat mir den gezeigt. Die Videokassetten. Mein Onkel Butt hat immer mit mir kleine Videokassetten aufgenommen. Wenn man dann so Disney-Filme einlegt, aber irgendwer den dann mit so einem mit Porn 01, überspielt 4, hat, weißt du? Hattest du so eine Begegnung? Nee. Ich auch nicht, nee. Aber ich habe gehört, dass Porn, es häufiger vorkommt. Ich meine, das war der Erotikfilm, also was da im Fernsehen lief. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern. Die haben sich durch ihren Busch alle selbst zensiert. Ja, aber ich kann mich nur an eine Sache erinnern. Ich habe irgendeinen Film gesehen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, mit Bruce Willis. Und ich weiß noch, ich habe den nicht mehr gesehen, also jetzt als erwachsener Mensch. Der hatte damals irgendwie eine Schlange im Briefkasten in dem Film. Und da gibt es irgendwie so eine Szene, da springt er in den Pool, du siehst komplett seinen Dödel, unzensiert, und er vögelt irgendeine Alte durch. Okay, das da, war so ein, da, so ein da, mörderischer Softporno. Er ist direkt markieren. Hier, er läuft auf Tatjana zu irgendwie, ich konnte so schnell nicht markieren. Aber hier, Bruce Willis und seine Mörder-Softpornos. Er ist jetzt irgendwo hinter uns auf jeden Fall. Naja, er kickelt mir in den Nacken. Macht mal ein bisschen low. Weil der Typ ist schneller als wir. Alles schön zusammenbleiben. Der Sniffer wieder ganz vorne an der Front. Wir müssen zusammenbleiben. Den Wachen nachzuurteilen ist das wohl der Boss. Schaltet ihn. Warum bleibt der jetzt stehen? Ich hab keine Ahnung. Ja, weil die da auch wieder Salz suchen in den Gebäuden immer. So ein Schwachsinn. Aber hier liegt doch Niedersalz. Direkt hier auf dem Klappstuhl. Okay, zack. Lila Mundwasser. Ich bin immer der Mann, der am meisten Salz hat. Alarm, Leute, Alarm. Schnell den Alarm hier. Auseinanderfliegen. Einer davon sollte sein privates Zimmer öffnen. Und der will schon wieder Alarm machen. Ja, aber der ist ja doch schon. Der war doch schon aus. Aber hier gibt's bestimmt noch einen irgendwo in der Nähe. Es gibt immer irgendwo einen in der Nähe. Aua, ja, der ist. Aua! Hinter uns. Nehmt das Verzeichnis, dann irgendwo hier neben wir uns. Raus, welche Boote GPS-Keilsender bekommen. Ich hab schon einen mitbekommen. Ja. Peilchen. Von wo schießt er auf mich? Platziert die Sender an folgenden Booten. Er hat mich getroffen, Jungs. Er hat mich getroffen. Runter. Okay, hier. Hey, er ist hier irgendwo. Er rennt da unten rum. Boys. Ich hör ihn doch. Ich würde echt gerne mal auf die neue Schrotflinte upgraden. Der schießt doch schon wieder. Wo denn? Wir haben bestätigt, da! Alarmiert alle Leute! Erledigt die Mission. Alter, hat mich niedergeschossen. Leute! Hier bei mir. Ich stehe doch direkt in der Gruppe. Ich versuche extra bei euch zusammen zu bleiben. Ja, aber er rennt hier so schnell zwischen den Häusern her, deswegen siehst du ihn nicht. Oh mein Gott, die Mission eskaliert. Ey, ja geil. Er schießt auf meine Leiche ein. Ich höre den, aber ich kann ihn überhaupt nicht sehen. Ich bin weg. Er ist immer noch hier. Hier, er ist gerade eben an Sniffer vorbeigerannt. Sag mal, Sniffer, wo guckst du denn hin? Er ist im Wasser, hört ihr das denn nicht? Ja, aber du weißt selber, wie es ist. Wenn er unsichtbar ist, der steht einmal zack, zack und dann ist er auf einmal weg. Ich höre irgendwie. So, das ist Tatjana. Da, ist direkt vor mir. Was war das für ein Ding? Er ist nur ein Speer. Ich sehe. Sieht nicht viel aus. Gerade so. Hör auf zu heulen und verachte dich. Wo ist der jetzt? Ich hab den markiert, die Markierung war sofort wieder. Ja, weil er Speer ist. Ist immer schwierig bei denen. Uiuiui. Ich werde hier voll. Alter, er holt sich gleich den Sniffer. Sniffer nicht wiederbeleben. Hinter euch. Ich sehe ihn nicht. Da, direkt. Jetzt sehe ich nichts. Ich bin blind. Hol den Dude. Ich bin verfügbar. Man kann mich anrufen. Ich bin derzeit dann verfügbar. Aber weit weg. Oh. Ja, aber ihr müsst mich zurück ins Game holen, Jungs. 200 Meter, Junge. Egal. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Müssen die scheiß Boote machen. Leute, was macht der denn hier? Okay, Sniffer versucht's, glaube ich.
Finde ich aber nicht gut, dass er solo geht. Keine gute Idee. Obwohl, er sieht ihn aber nicht, glaube ich. Nehmt euch Luni. Der Typ ist Speer, der sieht alles. Meinst du? Ja, ja, die sind richtig krass. Der hält halt nicht viel aus. Ihr habt den jetzt schon richtig gut runtergedrückt. So. Bisschen früh gespritzt, aber... Mann. Wie er mich direkt mit dem Bogen zerlegt hat. Holt er dich? Ja, ja, ne? Holt mich. Okay, sehr gut. Verstärkung ist unterwegs. Wow! Alter. Bleibt in Deckung. Unter mir bleibt ein, in Deckung. Ja, Tatjana ist schon wieder so gut wie tot. Jo, und da ist sie tot. Warum? Ja, weil sie da hinten rumrennt und der mit dem Bogen euch zerlegt. Da, da ist er. Ich verblute hier! Vielleicht ist sie aber wieder zurück, ich weiß nicht. Nee, sie verblutet noch. Habt shit. Ihr wen verloren? Reißt euch zusammen, Voodoo! Die kriegen wir nicht mehr zurück. Was? Oh, Mann. Nur noch Sniffer und ich. Ich hab den sogar geblockt. Feuerteam-Mitglied gefallen. Setz die Mission fort. Speer halt. Boah. Die halten nicht viel aus. Nee, das steht nur da. Aber geh mal auf Tab, dann siehst du es. So. Was ist davon das Richtigste? Das, was auf Tab ist. Naja. Ist direkt hier bei uns. Sniffer! Alle Feinde neutralisiert. Hätte ich die andere Schrotflinte gehabt, wäre der schon down, ey. Kacke. Aber jedes Mal, wenn ich wechseln will, startet. Boah, das wird so schwer. Er ist direkt da hinten. Er wird kommen. Er wird kommen. Jetzt hat er gerade die Sicht geändert. Er ist über uns. Ja, ja. Da hinten im Haus muss er irgendwo sein, wenn jetzt von da aus die Disc kommt. Alter, what? Wie übel ist die Disc? Oh, ey, der Typ, ich sag doch, der ist krass. Nee, keine Chance, keine Chance. Oh, jetzt kommt er rein. Jetzt kommt er rein. Ich höre seine Schritte. Ja, ich höre ihn auch. Hä? Hat abgebrochen. Er steht draußen vorm Haus. Ja, er steht Haus. Direkt draußen vorm Haus. Was? Okay, und jetzt weg nicht wieder ans selbe Fenster, sonst schießt er wieder mit elektrischen Dingen. Ja, aber ich kann nicht. Ich habe 9 HP und habe keine Heilung mehr. Ich muss mir hier jetzt sein Päckchen nehmen. Alter. Oh nein, ich häng! Shit. Er holt sich Sniffy. Das Problem, ich sehe ihn nicht. Bin keine Flasche aus. Komm schon. Oh, da kommt die Disc. Schuldet ihr was? Oh. Ja. Oh nein! Er steckt an. Oh mein Gott! Er schmeißt erstmal Smoke da oben auf dem Dach. Oh, Sniff wurde mit dem Bogen. Vorsicht. Da ist irgendwo der Bogen direkt gegenüber. Alter, ich hab gedacht, im Rauch sieht er mich nicht. Nee. Hab doch gesagt, der Typ ist krass. Ja, der war nice, ey. Und die eine da, Tatjana, die war einfach total lost. Die war total lost. Guck, der hat nicht viel Leben. Der hat 24%. Alter, was ist denn das hier für ein nicer Dicer, ein Safter? Ja. Ach, Wahnsinn. Hallo. Der Sniffer. Feuerteam. Guck mal, der hat sogar Spritzen dabei. Ja, klar, Zeug. Der hat alles. Ja. Der Predator-Kleber heißt das. Er macht sich da in Ruhe nochmal eine Dröhnung am Ende. Der gute alte Predator-Kleber. Predator-Kleber. Ja, hat er sich gedröhnt, Kinder. Hat er sich gedröhnt. Ja, mit dem Saft, den er gerade aus uns extrahiert hat. Er hat uns gerade enjuiced. Schwer enjuiced. Nun! Schwer gejuiced. Ich hab gesagt, Spektron. Weißt du, das ist Deutsch.
Baron Spektron, der Dritte. Er war aber ein Baron. Ja, klar, was willst du da machen? Aber Speer ist schon krass, wenn du halt richtig gut aimst und immer schön hin und her, du siehst den halt nicht. Der hat halt den Vorteil, dass der richtig schön in diesem Tarnmodus drin sein kann. Tja, das war's für heute. Wir aber sehen uns wieder in der nächsten Folge und bald kommt ja auch der gute alte Dutch, ne? Arnold Schwarzenegger. Ja, bald kommt er. Vielleicht auch irgendwie ein paar neue, nette, kleine Spielereien. Wir wissen Wer weiß das schon. Wir schauen mal. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tüdelü.